Ja, meine Freunde und herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um ein Messer und zwar eins von der Firma Victorinox. Es handelt sich hierbei um das Modell Excelsior. Mal kurz ein paar Maße dazu. Das hat eine Länge von 84 mm, eine Höhe von 10 und ein Gewicht von 22 Gramm. Ja, das wären so die Eckdaten. Wie gesagt, 84 mm. Länge, wirklich ein, ich würde schon fast sagen, ein Gentleman-Taschenfolder. Hier ein Layer, Schlüsselring. Dann haben wir hier eine Klinge. Halt diese typische Victorinox-Klinge. Dann haben wir noch eine kleine Klinge hier hinten. Wirklich sehr klein. Und ja, das war es eigentlich schon von den Werkzeugen so gesehen. Und hier haben wir, das ist nur, glaube ich, aufgedruckt, das Cross oder eingelassen, ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, aufgedruckt. Ja, wirklich super schmal das Teil. Aber irgendwie cool. Wie gesagt, sehr dünn. Also dagegen wirkt ein Spaten schon ausgewachsen dagegen. So, wenn man das mal vergleicht, machen wir eins auf. Ja, ist schon größer. Ja. Also, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie wollte ich das unbedingt haben, weil diese Form, das ist irgendwie, so irgendwie filigran das Messer. Das ist irgendwie cool. Und ich ein günstiges Angebot gesehen, habe da gleich zugeschlagen und ja, was soll man sagen, ne? Victorinox halt. Na, aber irgendwie, das ist, wenn man hier ein kleinen Lanyard dran macht, auch irgendwas, also nichts Schweres, so einfaches Paracord oder ein Lederschnur oder so. Das ist so leicht und irgendwie für eine Klinge und mal ein Paket aufzumachen oder so, auch nicht schlecht. Ja. Wie gesagt, relativ günstig bekommen und ein ja, Gentleman-Taschenmesser würde ich wirklich mal sagen. Ja. Wobei ich relativ wirklich groß, sehr große Hände habe. Ja. Handschuhgröße 11. Aber irgendwie, ja gut, das ist natürlich so ein vollen Griff ist schon schwierig. Da muss ich wirklich die Hände so zusammendrücken. Ne. Aber mal eben so kurz so ne, was abcutten oder so. Und dann wieder in die Tasche. Ja. Wenn man hier gegen mal. Moment, machen wir mal einen Vergleich. Hier das Ontario Red 1. Oh, dagegen. Das wirkt da riesig gegen. Na. Ja. Gut, das war ein kurzes Review auf das. Ach, Review. Kurz draufgehalten. Auf das Victorinox Excelsior. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Abo dalassen und gesund bleiben. Und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder was auf den Tisch gibt. Bis dahin und tschüss.